Der frühere ORF-Sportreporter Peter Elstner ist am Sonntagabend bei einem Badeunfall in Wien gestorben. Zuvor hat die Berufsfeuerwehr von einem Mann berichtet, der nach einem Sprung von einer Badeplattform in der Neuen Donau in Wien-Donaustadt untergegangen ist. Elstner wird 81 Jahre alt. Der ORF bestätigt entsprechende Medienberichte am Montagnachmittag. Er berichtet ab den 1970er Jahren für den ORF über zahlreiche Sportereignisse und geht 2001 in Pension. Mit Peter Elstner sei nicht nur einer der legendärsten ORF-Sportjournalisten, sondern auch eine der bekanntesten Sportpersönlichkeiten des Landes verstorben, so ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz in einer Aussendung. Seine Leidenschaft stand jener der Sportlerinnen und Sportler, über die er berichtet hat, in nichts nach. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen. Der tragische Vorfall ereignet sich am Sonntagabend. Die Berufsfeuerwehr wird gegen 21 Uhr alarmiert. Ein Passant hat einen Mann in der Nähe der Badeplattform untergehen und nicht wieder auftauchen gesehen. Die Taucher finden den Verunfallten, der sich später als Elstner herausstellen sollte, innerhalb nur einer Minute. Er wird auf die Plattform gehoben und von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch betreut. Die Notärztin kann nur noch den Tod des Mannes feststellen. Elstner veröffentlicht 2019 eine Anekdotensammlung über sein Sportlerleben mit dem Titel Peppi, lass mich eine und spielt damit auf eine Szene an, durch die er wohl vielen in Erinnerung bleiben wird. Nach dem 3:0-Sieg gegen die DDR im November 1989, mit der sich Österreichs Fußballnationalteam unter Teamchef Josef Peppi Hickersberger für die WM 1990 qualifizierte, versuchte er live und vergeblich in die Mannschaftskabine zu kommen.